Hallo zusammen. Ja, ich lebe noch. Gerade so. Spaß. Es geht weiter mit Pokémon. Ich habe seit langem nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ja, es ist viel passiert in der letzten Zeit. Ich habe ja gerade über einen Monat, zwei Monate, drei Monate nichts aufgenommen. Ja. Und hab heute das Spiel gestartet mit Aufnahme. Sehe, wir stehen vor RTL. Hatten wir gegen Digitalen gekämpft. Nein. Sieht nicht so aus. Yay, RTL in den Arsch treten. Ja, ich liebe es einfach. Wahrscheinlich kommt so in einer halben Stunde noch ein Kumpel dazu. Mit, ja, den kennt ihr alle nicht. Okay, doch ein paar könnten ihn kennen. Auf jeden Fall werde ich mit ihm ein Wochenende bald in den Urlaub fahren. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich aufnehme. Und zwar wollte ich fragen, ob ihr mal so ein paar Ausschnitte dann von dem Urlaub sehen wollt. Was da so abgeht. Oder ob ihr sagt, pff, nö, interessiert uns nicht. Der Urlaub wird am Brombachsee sein und das wird vom 31. bis 2. sein. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, ob ihr mal sehen wollt, wie ich aussehe zum Beispiel. Und, ja, wie gesagt, der Urlaub, der wird ziemlich Eskalation geben, weil Party ohne Ende. Jo. Ja, unser Schwalbus wurde in den Anus gefickt. Scheiße. Was ist sonst noch die letzte Zeit so passiert? Ich habe eine Ausbildung. Fuck übelst ab und ich sehe meinen Mauscursor im Bild. Warum auch nicht? Dann hat... Das mit der Ausbildung müsstet ihr sogar schon wissen. Das ist noch gar nicht so lange her. Voll verwirrt. Dann hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht vor etwas mehr wie zwei Monaten. Ja, der Schmerz sitzt noch tief, aber naja. Ich bin zwischendurch noch zweimal auf die Fresse gefallen. Also nicht wörtlich, nicht bildlich gesehen, sondern habe einfach nur tiefe Schläge in meinem Leben bekommen. Ja. Ich habe noch ein Geschwisterchen gekriegt. Yay, das vierte. Ach, bin ich happy. Ja, Arbeit sagt übelst. Mein Chef ist ein Arschloch. Und hat mich auf den Kicker. Ja. Man, ehrlich, mir fällt gerade nichts ein, was in meinem Leben so gerade passiert ist, die letzten paar Monate. Naja. Also in gewisser Art und Hinsicht vermisse ich echt die Schule. Nein, ich habe keinen Bock jetzt auf ein Interview. Ich nehme an, wir müssen hier lang. Waren wir schon bei dem... Ich nehme mal an, wir waren da noch nicht. Yay, ein Kampf, ich liebe es. Ah, wie happy. Ein Georock. Los, Georock. Wundert euch nicht, ich bin seit den paar Monaten übelst verpeilt. Und warum kämpfe ich gegen das Drecksvieh? Flucht unmöglich. Ernsthaft. Sorry, dass ich gehen musste. Aber ich kann die Nacht kaum pennen. Ich leide seit über zwei Monaten an Schlafproblemen. Hat gewisse Gründe. Aufnehmen hatte ich ernsthaft keinen Bock im Moment oder die letzte Zeit. Und jetzt dachte ich mir, hätte ich mal ein Thema, was ich mal anschneiden könnte. Oder eher gesagt, eine Frage, die ich euch stellen will. Und da dachte ich mir, na komm, schmeißt mal wieder die... doch, wir waren hier schon. Okay. Warum gucke ich nicht einfach auf die Karte? Oder mach's noch besser? Pokémon.
Moment, ich muss kurz mal was nachgucken. Bohlenkühl? Ja, lol. Zitronenrappel, da, fliegen. Okay, warum kann das Schwalbos nicht? Schwalbos versucht fliegen, ja, Schwalbos hat maximale Attacken. Und zwar fliegt er für Heule raus. Habe ich das jetzt erstmal vergessen? What the fuck? Schreibt mir doch mal auch in die Kommentare, wo ihr so, verdammt, Urlaub gemacht habt. Okay, ich weiß, wo wir lang müssen, glaube ich, zu wissen. Nein. Also mein bester Urlaub. Okay, was heißt Urlaub? Es war ich verwechsel die Knöpfe. War Abschlussfahrt und zwar nach Italien. Nach, okay, ziemlich Rand, eher Südtirol. Die Abschlussfahrt, Urlaub, wie immer man das auch nennen mag, der war geil. Der hat echt Spaß gemacht und mein Kumpel und ich sind am überlegen, nee, wir haben es ja schon mehr oder weniger geplant, dass wir vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr im Sommer nochmal dafür eine Woche hinfahren, direkt aber in Brixen dann. Ja, Brixen ist schön, da kommt auch meine Lieblingsband her. Jetzt könnt ihr aber mal googeln, welche Band daherkommt. Wahrscheinlich wird The Cold Gamer diese Band kennen. Ich kenne sie durch ihn. Ja. Sag mal, was ist das hier für eine Scheiß? Nur Drecks-Pokémon. Oh, Flucht unmöglich. Ich war auch mal am überlegen, ob ich Fable 1 müsste sein, Let's Player. Allerdings, ja. Das wird kein Let's Play, was dann wirklich regelmäßig erscheinen werden wird, tun. Weil ich dafür einfach nicht die Nerven habe. Und ich werde es auch definitiv als gut durchspielen. Oder so gut wie gut. Dann kann ich immer gut sein, dann muss ich auch um zu böse sein. Ja, was könnte ich sonst noch? Weil, ich weiß nicht. Wir sind beim 6. Orden jetzt gleich. Dann irgendwann. Oh, was ist denn das für eine Kacke hier immer? Ist doch scheiße. Es regnet. Ui, mach Sachen. Und ich drück wieder auf Flucht. Ich schick's nicht, ey. Ah, komm hier. Dürfte ich auch nochmal? Danke. Ja, wahrscheinlich werde ich dann nach der Aufnahme noch ein bisschen Battlefield 4 zocken. Habe ich letzter Zeit auch ziemlich schleifen lassen. Jo. Sollen wir gegen die kämpfen? Wie, haben wir schon? Okay, jetzt frage ich mich so lang. Ah! Ich wollte gerade sagen, so langsam frage ich mich, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben und warum waren wir wieder da hinten und... What? Vielleicht fange ich auch an, Minecraft wieder zu Let's Playen. Obwohl, ich weiß noch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es finden würdet, wenn ich Minecraft Let's Playen würde wieder. Ob ihr sagt, nee, Minecraft ist so ausgelutscht, das braucht jetzt kein Mensch mehr. Oder ob ich doch wirklich mal versuchen soll, Fable 1 zu Let's Playen. Ab in die Kommis damit. Und mein Kleinstein ist... Ne, Georock ist ja, ist tot. Fick dich.
Oh, ich hab Blähungen. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Ah, doch, es ist noch was Gutes, Schlechtes in meinem Leben passiert. Ich hatte eine Wurzelzahnbehandlung. Ich habe zum Glück nichts gemerkt. Die Betäubung war verdammt gut. Oh, den will ich nicht. Aber das muss jetzt sein, weil ich habe echt über einen Monat mit Zahnschmerzen Probleme gehabt. Nee, länger. Quatsch, das waren glaube ich 3 oder 4 Monate, wo ich Zahnschmerzen hatte, aber keinen Bock hatte, zum Zahnarzt zu gehen. Weil ich hasse Zahnärzte. Aber ich dachte mir dann eines so an einem Tag, ach komm, scheiß drauf, weißt du. Die Zahnschmerzen, die gehen dann mir jetzt langsam so auf den... auf den Zeiger. Und dann bin ich zum... ich glaube, ich weiß, wo wir hängen geblieben sind. Nee. Und dann bin ich auf jeden Fall zum Zahnarzt. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ich renne wie ein... Ah, okay. Finde ich geil. Weil mein Zahn oder mein Nerv, so wie ich draufgekaut habe oder Kälte dran kam oder Wärme, hat er sofort gesagt, ouch. Ist nicht gerade bequem. Ja. Aber sonst war es das so die letzten Zeit, was so Schlimmes oder Gutes passiert ist. Es ist mehr Schlechtes passiert. Und ja. Morgen habe ich Urlaub. Yay! Ich habe noch ein Urlaubszeug übrig, den muss ich dann verwenden. Und ich bin so ein Idiot. Oh, Klicker. Weil Vultenso hat eigentlich die Eigenschaft, wenn man ihn direkt angreift, wird man meistens paralysiert. Und ich tue es schon wieder. Yay! Und heute 10 Minuten vor Feierabend schneide ich mich an den Metall. An dem Material aus Metall. So. Erst dachte ich, gut, eine kleine Wunde, wie schlimm. Denkst du? Nachdem es nach ein paar Minuten immer noch nicht aufgehört zu bluten, habe ich ein Pflaster genommen. Es hat keine 5 Minuten gedauert und das Pflaster war durchgeblutet. Echt, das war komplett rot. Inzwischen hat es sich einigermaßen beruhigt. Blutet nicht mehr ganz so stark. Aber es ist nur nicht mal ein tiefer Schnitt, es ist einfach nur ein bisschen Haut weggefetzt. Naja. Ich habe mich generell auf der Arbeit die letzten paar Tage ziemlich oft geschnitten, weil ich mit Blechplatten gearbeitet habe. Und die Dinger haben eine verdammt scharfe Kante. Okay. Leute, ich bin gerade... Ne, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. 2-mal RTL in einer Aufnahme-Session. Das ist zu viel für mein Gehirn. Das ist definitiv zu viel. Too much. Flo, ich habe keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Ich muss sagen, ich muss dieses Projekt auch langsam mal zu Ende... Servus, Troy. Troy. Mock. Hier ist... Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also, wenn dieses Gerät bei deinen unsichtbaren Objekten... Luft holen ist immer gut. Also, wenn ich dieses Gerät bei unsichtbaren Objekten benutzen würde... Nein, nein.